Willkommen zurück zu einem neuen Part von Donkey Kong 64. Ihr seht hier, auch die Dummen können es eines Tages mal schaffen. So haben wir das gepackt. Jetzt glaube ich, haben wir diese beiden Gruften, die es da gibt, abgeschlossen. Das heißt für uns, wir müssen hier nicht mehr rein. Jetzt, wenn ich schon mal hier unten bin mit Tiny, holen wir doch gleich noch ihre Blaupause. Und dann findet die Action, die wir eigentlich haben, nur noch oben statt. Jetzt kann man nämlich hier unten, geht es ja zu der Stöhngruft runter. Wo ich ja auch nochmal rein muss, einmal. Weil ich ja da den Ballon... Zack, geh weg, hässliches Gesicht. Pum, weg. Weil ich da ja den Ballon vergessen habe für Tiny. Aber ich denke, das machen wir dann zum Abschluss, weil das war so lustig, also jedenfalls für mich, den Stöhnenkopf zu hören, dass ich gedacht habe, wir holen uns den Ballon mit Tiny ganz zum Schluss. Direkt hässlich. Weil da können wir dann auch gleich zu Troff und Skoff gehen. Und dann haben wir halt zusammen den Tinys Blaupause. Ist ganz, ganz da hinten versteckt. Der Schmutzfuß hat sich nach hier hinten verzogen. Ich glaube, Federn hinten in den Rücken. Wenn er nicht artig war. Welche Ironie, dass, ah, hier kann man sogar... Komm, komm! Oh, genau! Dum, 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 dum. Musst du mich eigentlich treten, ne? Schlägst du gerne Frauen, oder was? Müssen wir schnell warten, bis die Brücke wieder da ist, weil ich will mir ja nicht mit Lanky hochlaufen. Denn wir haben ja auf dem Weg, ist ja noch Lankys Blaupause. Kommen sie. Und da auch die ganze Zeit die Brücke runterzulassen. Und dann hänge ich an einem kleinen Rändchen fest. Wie toll. Wo ist hier ein Tauschfass? Hallo? Tauschfass? Ah, hier. Entschuldigung. Genau, Lanky. Den müssen wir nämlich noch haben, denn da war doch noch die Blaupause. War hier nicht noch ein Ballon? Nee. Ich glaube, hier kommen wir raus aus dieser Gruft, wo wir vorher drin waren. Komm, das schaffen wir über die Brücke. Beim Weiter. Ich glaube, da sitzt einer an einem Hebel und denkt sich, lass doch mal die Brücke runter. Der ist gemein. Der Kerl ist gemein. Weg. Hier auf dem Weg, irgendwo war lang die Blaupause. Da war ich mir sicher. Nicht die letzten Parts, die ich gucke ja meine Videos auch selber an. Weil sonst kann ich ja nicht dahinter stehen, wenn ich. Ah, da ist er schon. Na, hässlicher. Lange genug hier rumgegammelt. Kriegst du weiße Haare. Aha, ihr kriegt mich nicht, ihr bösen Plattformen. Genau. Das war ja für hoch zu fliegen, für Diddy. Bin gerade noch ein bisschen am über. Irgendwo hier war noch ein Ballon für Diddy, das weiß ich. Wo ist denn der? Das sind. Vielleicht weiter oben. Das sind da nur Münzen für ihn und auf Münzen, ganz ehrlich, kann ich kacken. Geh weg. Dim, 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 dim. Ach, der Sound ist einfach zu toll von Donkey Kong 64, vor allem von diesem Level. Dieses Mal nicht. Ja, ich kann mich noch an den erinnern, der mich wegen meinem Schweizer Akzent diskriminiert hat, indem er mir gleich mal eins in die Fresse boxt. Da waren wir ja drin mit Chunky. Hallo. Boom und dead. Hier können wir noch rein mit Lanky, glaube ich. Wollen wir das machen mit dem Irrengarten? Vielleicht finde ich mich ja da wieder nicht zurecht. Naja, egal. Boom, dann könnt ihr mal sehen, wie man es nicht macht. Toll, ich sehe rein. Dieses Haus wirkt relativ winzig. Man sieht auch hier in den Raum rein und dann... Wow. Subdimension, ein riesiges Labyrinth. Dum, 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 dum. Oh, Banana. Sind nur Münzen. Verdammt.
weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ah, hier sind Bananenspuren. Na toll, ich habe mich gleich in ein Abseits katapultiert. Wo muss ich denn hin? Find mich hier. Get out! Killt mich der instant? Nee, macht er nicht. Klaut mir nur eine Melone. Ist gar nicht, wo ich hin muss. Get out. Ich versuche ja get out, aber ich finde den Ausweg nicht. Wo muss ich denn hin? Ja, boom. Schießt die ganze Zeit auf mich. Ich finde da den Ausweg nicht. Ich hab mich total verirrt. Keine Ahnung, wo ich bin. Ja, toll. Toll. Findet ihr nicht auf, wenn man sich wirklich verirrt hat in diesem scheiß Labyrinth? Get out. Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung. Ja, boom. Komm, ich hab ne Idee. Ja, wir machen das nochmal. Keine Ahnung, warum ich das Spiel da haben möchte. Echt verdammt schräg, Mann. Wo ich überhaupt hin muss. Pff, who knows? Oh Mann, jetzt geht alles schief, was schief gehen kann. Oh Mann, ey. Heißt es wohl, ich muss dieses Labyrinth auswendig lernen, weil ich jetzt die Bananenspur nicht mehr habe. Okay. Ich glaube, war nach Cranky Kong. War der Vierer-Porter sogar. Ich frag mich nämlich, wo ich da hingehen sollte. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Safe State. Einfach, dass ich das nicht wieder, wenn ich das wieder verkacke, dass ich das gerade laden kann. Mache ich das dann halt wieder offscreen. Aber es ist wirklich schräg, wie ich da hinkommen soll. Also hier oben komme ich nicht durch. Warum bleibe ich so komisch an den Wänden immer hängen? Hier war ja schon mal nicht schlecht. Da wieder eine Sackgasse. So. Kann ich hier durch? Jo. Richtig lame. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das ist ja mal richtig traurig. Aber die Kampfplatte muss ich noch haben. Und die Kampfplatte. Woohoo! Let's get ready to rumble! Paranoid Palava, was auch immer mir das sagen soll. So. Ja, genau, mach da deine fetten Erdbeeren. Boom, ha, dead und das Leben gehört mir. Dö, 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 boom. Dö, 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 dö. Anderen passiert. Aber du hast immer ein Blickfeld ist, heißt das noch lange nicht, dass ich dich vergessen hätte. Hula! Ich bin toll. Und du? Boom.
Boom! Ich bin toll! Boom! 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 Aua! Wow, Glück gehabt! Boom! Boom! Wuhu! Voll die Muckis! So, haben wir das doch auch schon wieder geschafft. Ich glaube, jetzt müssen wir hier durch, um wieder rauszukommen. Genau, Entschuldigung. Was haben wir denn jetzt alles eigentlich eingesammelt? Nein, geklingelt hat's noch nicht. Uns fehlt noch eine Banane. Ah, ich weiß welche. Oh ne, jetzt glaube ich das mit Biber Butzemann. Oder habe ich die... Nein, ich habe erst einen Biber Butzemann gemacht. Jetzt muss ich Ballraum mit Didi. Ich glaube, der hat auch ein Minigame. Oder? Wie viele Bananen hast du schon gesammelt? 2. Da war ich da schon drinne. Wir werden sehen. Was mir das Spiel so mitteilen möchte, wir werden sehen. Gehen wir mal rein. Wie er lachte. Der Kerl gefällt mir. Komm, Kamera. Oh, der Sound ist aber toll. Gefällt mir. Na? Störe ich euch beim Tanzen? Tut mir aber leid. Du bist der Letzte, der hier noch tanzen will. So. Richtig geil gemacht. Ja, da könnte ich auch mitmachen. Vielleicht war ich ja einer von denen, wer weiß nicht. Wie gut das Ding passt. Mitten auf der Tanzfläche. Bitte, ich habe sogar gelernt, im Team zu schießen. Bin ich nicht toll? Aber King Krogo im Dunkeln, du weißt doch, im Dunkeln tanzt es sich schlecht. Glaube ich einfach nicht. So. Das machen wir jetzt noch. Ich gucke dann, was es für ein Minispiel ist. Ihr habt sogar einen Ballon in der Luft. Komm, Didi, nach vorne fliegen sollst du. Ich hab ihn sogar in der Luft getroffen. Was haben wir da für ein Minispiel? Nein! Schicht im Schacht. Okay, wir sehen uns definitiv erst im nächsten Part. Das wird nämlich jetzt eine Zeit dauern. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Auf Wiedersehen.